Servus, ich bin's wieder, euer Markus von Horntools, heute aus unserem Showroom in Dornbirn. Ich werde euch heute gerne mal erklären, was wird denn geliefert, wenn ich bei Horntools eine Seilwinde bestelle und wie funktioniert das Ganze. Wie ihr hier sehen könnt, bekommt ihr genau dieses Paket geliefert, wenn ihr eine Seilwinde bei uns bestellt. Es ist mit im Lieferumfang das Seilfenster, das Seil mit Haken oder mit Loop, je nachdem welche Variante ihr bestellt, die Winde selbst. Und natürlich das Montagematerial. Was noch optional eventuell dazu bestellt werden muss, ist eine Universalmontageplatte, beziehungsweise wenn ihr ein Seilwindensystem bestellt, ist die Montageplatte auch schon im Lieferumfang enthalten. Die Seilwinde ist folgendermaßen aufgebaut. Wir haben hier auf dieser Seite einen Hochleistungsmotor, der über eine Antriebswelle, die durch die Seiltrommel durchgeht, hier unser Getriebe antreibt. Das Getriebe mit dem Hebel hier oben hat zwei Funktionen. Einmal in der eingekuppelten Variante ist das Getriebe dafür ausgelegt, die Zugkraft weiterzuleiten. In der ausgekuppelten Variante, die sich immer empfiehlt, um das Seil abzurollen, ist die Kupplung gelöst und die Trommel lässt sich drehen. Das Getriebe ist ein Planetengradgetriebe und übergibt die komplette Leistung vom Motor direkt auf die Trommel und dreht somit die Trommel. In der Trommel selbst ist noch die Bremse verbaut, die, wenn ich die Winde nicht betätige, die Trommel an Ort und Stelle hält. Also sprich, wenn ich mich irgendwo hochziehe und die Winde nicht betätige, bleibt die Winde stehen und hält auch mein Fahrzeug. Diese Bremse ist in der Trommel verbaut. Zuletzt haben wir noch die Steuereinheit, unsere Steuerbox, an welcher hier oben die Funkfernbedienung, die externe bzw. die Kabelfernbedienung angeschlossen werden kann. Wenn man eine interne Funkfernbedienung hat, ist diese Empfängerbox schon in der Steuerbox drin verbaut. In der Steuerbox ist noch das Relais verbaut, das dann einfach den Vorlauf und den Rücklauf der Winde betätigt, je nachdem, welchen Knopf man gerade drückt. Das war es im Prinzip schon von der Funktionsweise unserer Winde. In einem anderen Video werde ich euch gerne noch was über das Thema Wartung zur Winde erklären.